So, herzlich willkommen hier zum nächsten Team of the Year Pack Opening hier auf dem Kanal. Inzwischen sind wir bei den Mittelfeldspielern und es sind auch wieder die 50k und 35k Packs released. Inzwischen haben wir auch ein geiles blaues Design. Sieht echt nett aus, kann man nichts gegen sagen. Wir fangen wieder mit den 35k Packs an, das heißt, es werden wieder heute echt eine Menge Coins fließen. Und das tut mir auch ehrlich gesagt ein bisschen in der Seele weh. Aber so ist es nur, im ersten Pack haben wir Matuidi. Ja, von Paris natürlich muss er sein, ne, denn die ganzen Innenverteidiger von Paris, also Thiago Silva und David Luiz, sind ja nicht mehr in den Packs und jetzt können sie wieder sagen, ja. Ich versuche gerade irgendeine Begründung zu haben, um EA zu haten und dass sie mir jetzt Matuidi geben, aber ich finde leider keine. Blöd, aber egal, wir machen einfach weiter. Das erste 35k-Pack war ziemlicher Crap und die nächsten 35k einfach mal zum Fenster raus und dort haben wir dieses Mal, komm schon, Cuadrado. Und Koeman. Schau mal an. Cuadrado ist sogar ein bisschen was wert, aber natürlich nicht im Ansatz so viel wert wie 35k. Zumindest inzwischen nicht mehr. Sonst, klar, weiß ich nicht. Brauche ich eigentlich nichts mehr. Nö. Kann ja nicht alles so. Erstmal so in den Verein und der Rest kann dann wieder weg. Braucht man nämlich alles nicht. Also zumindest hilft es eigentlich wirklich weiter. Dann machen wir jetzt schon mal das erste 50k-Pack auf. Oh, und die Coins gehen runter. Wir bleiben auf jeden Fall nochmal über einer Mille. Aber es wäre schon schön, wenn wir irgendwas Tolles ziehen würden, aber Joe Hart ist jetzt nicht so krass. Mir fällt gerade auf, ich habe ganz schön viele Spieler in meinem Verein. Wenn man so sieht, dass das hier alles Duplikate sind oder sein sollen. Ich weiß nicht mal, wie viel die Spieler jetzt an und für sich wert sind. Ben Arfa, ja, für City noch. Ist er jetzt zu Nice gewechselt nach Frankreich, darf er aber nicht spielen. Ziemlich gut gelaufen, also kurzer Fun Fact mal hier am Rande. Weil der schon für die U21 von Newcastle gespielt hat und halt für Hull City. Und in der UEFA darf man nur für zwei Vereine in einer Saison spielen. Und während ich das sage, kommt Tim Howard aus diesem 35k-Pack raus und denkt sich so, no sir, du kriegst keine geile Karte. Ich würde mich auch über einen Inform so freuen. So einen Inform Sanchez wäre jetzt auch nicht ganz verkehrt. Çalhanoğlu. Was mache ich mit dir? Ich habe auf dem letzten Pack-Opening extrem viele Dislikes gekriegt, ich weiß nicht wieso, also nicht extrem viele, aber schon mehr als sonst. Ich weiß nicht, woran es lag. Lass es uns herausfinden, Çalhanoğlu. Komm. Vielleicht passiert es jetzt ja wieder. Fände ich witzig. Sogar sehr witzig. So, vorletztes 35k-Pack und es ist einfach nichts Geiles dabei bis jetzt. Also, bis jetzt habe ich echt nicht so viel Glück. Ich meine, ich habe Vieira gezogen dieses Jahr schon. Ich soll mich nicht beschweren. Und Ramirez, es ist Oscar im Team of the Week. Mach. Aber Ramirez ist sogar ziemlich, also ein bisschen zumindest. Also, guck mal auf den Preisvergleich. 13 geboten, ja, 15k. Ist ganz nett, ne? Auf die Transferliste damit. Sonst noch was Gutes in den Duplikaten? Nope. So, dann sind wir schon beim letzten 35k-Pack und es tut echt weh. Aber die Packs sehen schön aus, dann tut es nicht mehr ganz so weh, muss man sagen. Also zumindest meiner Meinung nach sind die Packs echt gelungen, muss man mal so sagen. Und wir haben Godin drin. Der hätte eigentlich im Team of the Year sein müssen. Also zumindest hätte er es eventuell mehr verdient als David Luiz. Man weiß es nicht. Godin ist ein bisschen was wert, Kagawa eventuell auch. Das Kaiserschiefs-Trikot. War das Zeichen mal cooler gewesen. Das Trikot sieht auch schon mal ganz nice aus. Jetzt sowieso nach dem Pack-Opening mal wieder meine Trikots durchstöbern und dann mir irgendwie mal zwei neue raussuchen. Momentan habe ich ja, was habe ich denn? HSV-Auswärtstrikot auf jeden Fall. Und jetzt sind schon beim letzten Pack angekommen. Und ich werde jetzt einfach meine Trikots vergessen und dieses Pack öffnen. Bitte gebt mir was Geiles. Bitte, 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 bitte. Come on. Nein, wow. Die Bushi. Alles Duplikate. Coentrao. Yo. Oh Mann. Das ist ja wieder scheiße. Jetzt bin ich wieder ein bisschen Depri. Eben war ich noch ganz gut gelaunt. Aber jetzt ist meine Laune definitiv runtergegangen. Weil ich jetzt nah unter die 1 Million Coins rutsche und komme. Jetzt ein bisschen durch Discard wieder ein bisschen rauskommen. Aber egal. Das war's von diesem Pack Opening. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und sage vorübergehend zumindest nochmal sorry, dass es gestern kein Video gab, aber der Donnerstag war einfach zu heftig und zu krass und ich bin zwar noch am Donnerstag, aber wir haben schon 20 Uhr und das Video hochladen bringt jetzt auch nichts mehr. Deswegen wünsche ich jetzt noch einen wunderschönen Freitag und entspannten Start ins Wochenende
Und dann sehen wir uns nachher noch bei einem Player-Review wieder, während meine Stimme vollkommen abkratzt. Und dann sage ich, vorbeuge zumindest.